Superior Blowtorch, nein. Den nehmen wir noch mit, dass wir einen Klon erschaffen können. Okay, und dann gehen wir durch. Speichern. Am besten direkt speichern. Einmal komplett unter Test. Denn ich weiß nicht, was uns hier hinter erwartet. Okay, wir kriegen trotzdem noch Flammenschaden. Wir müssen also vorsichtig sein. Wir kommen genug angeflogen. Okay. Damit wird's nichts. Damn, I feel vulnerable and exposed. Speichern. Nun bin ich ja gespannt, wie wir die einzelnen Plattformen denn zumachen sollen. Wir können ja eigentlich nur in die Flamme laufen. Aua. Natürlich. Okay, wir sind hinten angekommen. Wir könnten ein Repair-Kit verwenden, aber das würde uns nichts bringen. Da haben wir höchstens eine Truhe. Gut, einmal hin, einmal her. Das hat's gebracht. Für die Tür vorne brauchen wir einen Schlüssel. Hier kommen wir nicht weiter, da ist Feuer. Da könnte man so einmal durchswitchen. Das wäre nicht unbedingt das Problem. Nix ist. Und im Arsch ist Duster. Lass mich in Ruhe. Komm her. Und tschüss. 20 Fumium. Sehr schön. Damit können wir die schon mal vernichten, die uns hinterherlaufen. Aha, von hier ist er gekommen. Wir kriegen eine neue Nachricht. Sehr schön. Und Advanced Decoy Beacon wird zum Superior Decoy Beacon. Bedeutet, 17 Sekunden lang können wir jetzt einen Klon erschaffen. Speichern. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist nichts. Was soll ich hier? Es war völlig umsonst, hierher zu gehen, oder? Kein Feuer? Ach, hier ist das Feuer. Okay. Wieder speichern. Dann müssen wir hier durch. Der einzige Weg. Da ist wieder eine Truhe, um da hinzukommen. Müssen wir hier lang. Und hier können wir das Gas ausdrehen. Kurz auf die... Okay, wir können nicht mal auf die Karte gucken. Kommt beide her. Ups. Gas an. Okay, einer ist tot. Aha, jetzt der zweite.
Komm her. Es gibt auch zusätzliche Erfahrungspunkte, das freut mich. Wieder einer tot. So ist der those people, those monsters. I can't believe they used to be human once. And are those crystals inside of them an infestation put inside of healthy people? Or is this some kind of new species that sprouted up, born and bred in this hellhole? Also er fragt sich die ganze Zeit, woher diese ganzen Viecher kommen, was sie wohl darstellen sollen. Und er kann sich nur vorstellen, dass es verschiedene Arten von Spezies sind, die irgendwie aus der Hölle emporgestiegen sind. Was haben wir hier? Siberia Zapper. Dann können wir den Zapper wieder rausnehmen. Das ist der Advanced Zapper. Macht jetzt 105 Schaden. Immer noch 50% weniger Schaden können die anderen fahren. Und 10 Sekunden bleibt der Schockeffekt vorhanden. Außerdem haben wir hier noch ein Stahlschwert nicht. Was lasse ich hier? Heavy Warhammer. Das Sealed Outfit möchte ich unbedingt behalten. Aber das ist auch geil. Nicht einfach. Ich lasse jetzt endgültig die Brechstange hier und nehme den Schlüssel mit. Auf geht's. Speichern. Wer weiß, was uns noch passiert. Speichern. Ich habe auch keine Karte. Verdammt. Von links kommt nichts, von rechts kommt nichts. Dann müssen wir jetzt hier rein. Speichern. Hier waren wir schon mal. Okay. Auch da können wir wieder Leute reinfallen lassen in die Falle. Komm ruhig her, mein Freund. Tschüss. Wieder 20 Fumium. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich bin bloß ein bisschen geschockt, dass wir so wenig Lebenspunkte haben und mit denen jetzt natürlich noch irgendwie versuchen müssen, vorwärts zu kommen. Ah, da vorne ist schon wieder so ein Teil, das durch die Gegend geht. Gut, das hat keinen Sinn. Vielleicht muss ich abhauen. Bin gespannt, bis wohin es geht. Ist nach da vorne. Nee, das muss ich erst beobachten. Wir laufen ihm gleich mal hinterher. Nicht gut, nicht gut. Okay, wir sind da. Speichern. Oh, ich habe keine Karte. Ist das elendig. Ja, nee, ist klar. Und sonst so? Okay, okay. Erwischt das Monster, erwischt das Monster. Verdammt. Gut, ich würde sagen, wir gucken erstmal woanders.
Wo war jetzt die Kiste? Ich hasse es, ohne Karte durch die Gegend laufen zu müssen. Nee, ich will erst die Kiste haben. Da scheint es schon weiterzugehen. Gut, ganz ruhig. Oh, verdammt. Gut, das Teil ist nicht schnell genug. Ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Komm mit. Ist er tot? Nein! Er ist noch nicht tot. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann warte ich hier eben auf den richtigen Zeitpunkt. Bloß wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich warte, bis er hier vorne ist und dann versuche ich es mal. So, jetzt. Okay, jetzt geht er nämlich gerade nach hinten. Und der kommt schon um die Ecke geschossen. Sehr gut. Töten! Ja! Nein, ich habe Laden gedrückt. Wie dumm bin ich? Okay, aber wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Ah, es ist das Blöde, wenn man mit den Knöpfen... Ups. Durcheinander kommt. Oh, bitte, 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 bitte. Ja. Speichern. Richtiger Knopf. Sehr gut gemacht. Ich würde mich auch über ein Level-Up freuen. Eine neue Nachricht und eine neue Shotgun. Die Commander Shotgun. 120 Schaden statt 90. Nice. So, jetzt haben wir hier wirklich alles. Nachricht anhören. Marcus is returning. I cannot let him enter the Arcs. The Bureau will have sent an elite commander unit along with him for sure. I want to remove him from our life. Neither Sophie nor I need him. Our place is here, in the tower. His place is at the bottom of the sea. Okay. Well, at least I know what happened to me now. And how I ended up washed up on that rock. It was my own wife that did it to me. Also er hat richtig reagiert. Sie hat gesagt, Markus kommt offensichtlich zurück. Er ist dabei, zurückzukommen. Ich kann ihn nicht hier zurück in das Arx kommen lassen. Außerdem werden sie mit ihm auch ein Elite-Kommando schicken, um die ganzen Viecher hier zu vernichten. Und ich werde ihn aus unserem Leben verbannen. Weder Sophie noch ich brauche ihn. Unser Platz ist hier im Turm. Sein Platz wird auf dem Grund des Sees sein. Und da hat er natürlich jetzt korrekt geschlussfolgert. Oh je, dann weiß ich ja, was mit mir passiert ist. Und wie ich da auf dem Stein gelandet bin. Mitten im Wasser. Speichern. So, jetzt können wir den anderen Weg laufen. Ja. Okay, versuchen wir gleich nochmal. Load last save. Ist es denn egal, wo ich hingehe? Das verstehe ich nicht. Ah, doch, ich verstehe es. Stein. Guter Stein. Ah, ich hätte den Stein liegen lassen müssen. Verdammt!
Okay. Raverstein. Bleib so, wie du bist. So bist du gut. Speichern. Verdammt, das war zu langsam. Okay, ganz ruhig. Wie mache ich das am besten? Schön weit weg, Stein rausnehmen. Ist er tot? Offensichtlich. Gleich nochmal, Stein nehmen. Ah, verdammt. Okay, Stein nehmen, umdrehen, hier hinpacken, Helm wieder mitnehmen, speichern, weiter geht's. Bisher kommen wir gut voran. Und wir bekommen 6 Kanonenkugeln, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Wahrscheinlich sind wir jetzt am Ende. Speichern, oh Gott, und wir sehen uns im nächsten Part wieder, mal sehen, was passiert. Bis gleich.